Der Freistaat Sachsen, das Finanzamt, hat mich jetzt zum Fastmillionär gemacht. Ein Grundstück wert von 33.000 auf 850.000 Euro. Ja, und damit erhöht sich ab nächstes Jahr auch die Grundsteuer um das 60-fache. Die Gemeinden brauchen Geld. Statt 40 Euro soll er jährlich 2.500 Euro Grundsteuer blechen. Im Moment geht es politisch noch zu klären. Ab nächstes Jahr dann nur über Gerichte. Ein 2700 Quadratmeter großes Gartengrundstück mit verpachteten Schrebergärten und einer simplen Garage. Pure Natur. Aber in unmittelbarer Nähe zum Aschenbrödel Märchenschloss, der sächsischen Moritzburg. Doch vom Traumschnäppchen wird das Grundstück mit der Grundsteuerreform zum Abgabenalbtraum. Das ist ja mein Gartengrundstück, was ich mal für damals 33.000 Euro. Und laut Finanzamt, dem neuen Grundsteuerbescheid, soll ich ab 2025 dann, ist das Grundstück dann 850.000 wert. Und ich soll aus 40 Euro, was es früher mal gekostet hat, dann knapp 2.500 Euro bezahlen. Die Grundsteuerreform trifft Landbesitzer Kölig hart. Der Wert seines Grundstücks in Schlossnähe wird im Bescheid größtenteils als Bauland bewertet und drastisch hochgestuft. Nur weil da vor einigen Jahren da jemand mal einen goldenen Schuh verloren hat, werde ich jetzt hier keine goldenen Möhren anpflanzen können. Ne? Die Grundsteuer wird mal eben 6.150% höher. Wir sind hier auf der Schlossallee. Wenn Sie Monopoly spielen, wissen Sie selber, da ist der Wert am größten. Aber nur, wenn Sie Hotels gebaut haben. Ne? Und das kann ich herum wieder hier nicht, weil es ist ein Gartenland, Außenbereich. Und das Bauamt würde meinen Bauantrag ablehnen, weil es einfach schlicht und ergreifend nicht bebaubar ist. Denn das ist der eigentliche Hammer. Sein Schrebergartengrundstück mit Garage kann nicht bebaut werden, wird aber so bewertet. Steuerexperte Guido Kirchhoff kennt das Dilemma. Und wenn man jetzt mal konkret sich den Fall anschaut, dann scheint es so zu sein, dass hier ein Grundstück mit einem kleinen Baufenster und einer großen Gartenfläche existiert, das aber als ein großes Baugrundstück bewertet wurde. Und das ist dann nicht sachgerecht. Statt 40 Euro soll er künftig jährlich 2.500 Euro Grundsteuer bezahlen und müsste das in Teilen auch an die Schrebergärtenbesitzer und den Garagenmieter weiterreichen. Das ist schlicht und ergreifend für mich nicht nachvollziehbar, wie solche utopischen Zahlen entstehen. Und ich bin da bis jetzt noch fassungslos und ich hoffe drauf, dass da irgendwo noch jemand die Notbremse zieht. Die überschaubare, nicht bebaubare grüne Oase soll auf einmal ein Premium-Baugrundstück sein. Der Experte rät dringend zum Anspruch gegen den Grundsteuerbescheid. Wenn man jetzt nicht gegen den Feststellungsbescheid vorgeht, dann akzeptiert man gleichsam die spätere Grundsteuer, obwohl man die Last ja noch gar nicht kennt. Das ist also eine ein bisschen unglückliche Situation. Bundesweit über 3 Millionen Bürger haben im letzten Jahr Einspruch gegen ihren Bescheid eingelegt. Die Politik habe bei der Ausarbeitung der Grundsteuerreform Fehler gemacht, die aber korrigierbar wären, so der Experte. Und weil wir jetzt klüger sind als in der Zeit, als wir die Gesetze erarbeitet haben, sollte die Politik diesen Erkenntnisgewinn nutzen und einfach mal ernsthaft prüfen, passen die Gesetze, für die wir uns entschieden haben. Steuern sind schon auch notwendig, um eine Gesellschaft am Laufen zu halten. Aber bei der Nummer würde er sagen, das kann ja alles wohl nie wahr sein. Grundstückseigentümer Kölig hat Einspruch erhoben und das Amt wird sich äußern müssen. Darauf sind viele gespannt. Thorsten Kölig und andere Grundsteueropfer tun sich jetzt zusammen, solange noch ohne Gerichte Verhandlungen möglich sind. Ich mache kurz eine Trinkpause und habe einen Tipp für euch. Ihr könnt nicht genug von uns kriegen, was ich verstehen kann, oder von unseren Beiträgen. Dann könnt ihr die hier gucken oder ihr abonniert einfach unseren Kanal oder könnt noch am allerbesten links unten klicken oder rechts, wie auch immer, alle unsere Folgen auf Join. Frühstücksfernsehen immer und überall. Könnt ihr alle Highlights nochmal nachgucken. Prost.